Und damit hallo zu einem neuen Video. Das Wetter ist heute so, so herrlich. Endlich ist die Sonne mal wieder rausgekommen, wahrscheinlich zum letzten Mal. Ich habe euch vor 2 Videos zum Hausvlog gefragt, ob ihr Fragen zu den Hundis habt. Hattet ihr? Und wir nehmen euch heute mal auf unserer Runde mit und ich beantworte euch diese Fragen. Na komm, weiter geht's noch. Aber wir gehen jetzt erstmal in den Wald. Da windelt es nämlich nicht so. Und ich will heute auf jeden Fall mal schauen, ob man nicht Pilze findet. Ich hatte in der Zeitung gelesen, dass die jetzt langsam sprießen sollten. Also, dass die Voraussetzung dafür ist, dass es vorher gut regnet. Das hat es. Und dass es dann wärmer wird. Und ich würde mal sagen, 19 Grad ist wohl etwas wärmer. Vielleicht haben wir Glück. Da sind wir. Oh, und ich liebe den Herbst. Es geht langsam los, dass die Blätter gelb und rot werden. Herrlich. Ja, und hier gucken wir mal. Drehen wir mal eine schöne große Runde, Jungs. Nächsten Tage ist nämlich wieder Regen angesagt und von Regen ist Klein Klausi nicht so ein Freund. Klausi, komm weiter. Du hast halt keine Lust oder was? Weiß nicht. Also richtig begeistert sieht er aber nicht aus. Aber nur am Schnüffeln die ganze Zeit. Selbst Bruno ist heute irgendwie langsamer als sonst unterwegs. Sonst bist du doch immer so eine Rakete, Mäuschen. Zeig mal, was du kannst, kleine Rakete. Der Bruno hat voll den Rallye-Streifen auf dem Rücken bekommen. Das sieht total albern aus. Also der ist, glaube ich, viel, viel dunkler als letztes Jahr. Bruno, komm mal her, zeig mal her deinen Rallye-Streifen. Guck mal, das ist so eine richtige Kante an der Seite, wie lustig das aussieht. Aber wir wissen ja schon, dass das Fell der Labbis und die Färbung sich so von Jahr zu Jahr verändert. Und erstens immer wuscheliger wird und wilder. Oh Gott, das könnte bei Bruno noch richtig arg enden. Und zweitens werden die mit der Zeit immer dunkler. Also Jimmy war am Anfang fast weiß und dann später auch sehr beige. Und Bruno wird, glaube ich, sogar ein bisschen rötlich. Der hat auch eine richtig dunkle Schwanzspitze bekommen. Sieht echt witzig aus, aber er gefällt mir immer besser. Auch die dunklen Ohren finde ich ganz süß. Bruno, ne? Nur mit deinem Wuschelfell, wenn das noch schlimmer wird, oh je. Gut, kommen wir aber mal zu euren Fragen. Und zwar war die erste, dass ich erzählt habe, dass Bruno sehr lange Sachen kaputt gemacht hat, wenn man ihn allein gelassen hat. Und da kam die Frage, ob ich dazu denn vielleicht Tipps hätte. Ja, habe ich. Und zwar habe ich ganz am Anfang einen sehr schweren Fehler gemacht. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Denn ich hatte ja gelesen, hey, wenn dein Welpe einzieht, dann räume alles weg, was er nicht kaputt machen soll. Habe ich gemacht. Das Problem ist dann nur, dass der Welpe oder der Hund nicht lernt, dass er das eben in Ruhe lassen soll. Also musst du das sein ganzes Leben aus dem Weg räumen, was natürlich bei Kissen oder so nicht geht. Deswegen kann ich euch nur den Tipp geben, ja, räumt alles weg, was ihr nicht wollt, was der Hund kaputt macht. Allerdings nur, wenn ihr nicht da seid. Und wenn ihr da seid, dann räumt ihr es wieder hin, damit ihr mit ihm üben könnt, dass das in Ruhe gelassen wird. Ja, und wie macht man das? Also zu unterbinden, dass der Hund etwas tut oder etwas kaputt macht, was man nicht möchte. Ja, da fängt man ganz sanft an, indem man mit einer tiefen Stimme Nein sagt oder ihn anstupst. Das hat bei Bruno auch überhaupt nicht funktioniert. Der hat das noch nicht mal sein lassen, hat einfach fröhlich weitergekaut oder wurde dann zum Teil auch echt ein bisschen böse und hat auch gerne mal ein bisschen geschnappt oder wurde ein bisschen wilder. Das kommt wirklich ganz auf den Hund an. Bei Jimmy damals zum Beispiel und auch bei Klaus hat das auf jeden Fall gereicht, wirklich Nein zu sagen. Dann haben die das gelassen und haben es verstanden. Ja, bei Bruno musste ich leider immer die Brecheisenmethode anwenden. Das haben wir auch sehr spät erst erfahren. Irgendwie ist er so abgestumpft und hat bei seiner Züchterin eigentlich eine gute Alltagstauglichkeit bekommen, was so Geräusche und Bewegungen und so angeht. Den stört da eigentlich gar nichts. Was ja eigentlich ganz gut ist, aber gerade zum Korrigieren ist das irgendwie ein bisschen schwierig, ne? Naja, aber ihm hat jedenfalls immer einmal energisch geholfen, anstatt so ein bisschen zu stupsen oder so. Das hat er einfach nicht verstanden. Oder fand es eher lustig, ne? Oh ja, wir spielen jetzt, finde ich ja so toll. Und mit Brecheisenmethode meine ich nicht Gewalt, sondern mal mit der Wasserflasche zu spritzen. Das hat Bruno auf jeden Fall sehr beeindruckt. Oder eine Rüttelflasche hat bei ihm auch geholfen. Bei ihm musste man die nicht schmeißen. Das fand er nämlich auch super lustig. Oh toll, es bewegt sich was, beiß ich rein. Sondern ich habe sie nur in der Hand geschüttelt. Und was bei Bruno auch geholfen hat, also als Abbruch, ist so eine knisternde Wasserflasche. Deswegen, da gibt es kein Allheilmittel oder wie das bei eurem Hund am besten funktioniert. Das müsst ihr einfach ausprobieren. Und wie gesagt, beginnt da sanft. Manche Hunde reagieren darauf sehr stark. Schon auf ein ganz böses Nein. Ne? Klausi zum Beispiel, wenn man dem so ein scharfes Nein sagt, dann zieht er schon den Kopf ein und sagt so, sorry, wollte ich nicht. Also das beeindruckt ihn schon sehr. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück daran zu arbeiten. Es ist ein langwieriger Prozess, aber ihr kriegt es auch hin.
Aber es wird so schön hier. Bei uns dauert es leider immer so ein bisschen, bis die Blätter gelb werden. Und jetzt habe ich ganz vergessen, schon mal an den Rändern nach Pilzen zu suchen. Hier habe ich nämlich vor einem Monat schon richtig, richtig viel gefunden. Vielleicht habt ihr es auch verpasst. Die erste Pilzschwelle ist nämlich schon vorbei. Aber letztes Jahr haben wir auch viele Pilze gefunden. Aber wenn jetzt noch mal eine zweite Welle kommen sollte, war dieses Jahr auf jeden Fall ergiebiger. Die zweite Frage ist, ob ich bei Bruno jetzt im Nachhinein bei der Erziehung was anders machen würde. Und ich glaube, da sagt jeder ja oder den man fragt. Also es gibt, glaube ich, immer irgendwas, von dem man meint, dass man das hätte anders oder besser machen können. Und ich weiß nicht warum, aber als Bruno bei uns eingezogen ist, war ich super unsicher, was komisch ist, weil es ja nicht mein erster Hund ist. Aber ich wollte unbedingt beim zweiten Hund alles richtig machen, beziehungsweise alle Fehler, die ich mit dem ersten gemacht habe, nicht machen. Ja, und das führt dann manchmal dazu, dass man das ein bisschen zu gut meint. Also ich habe überhaupt nicht auf mein Gefühl gehört und auf Bruno mal geguckt, ne, sondern habe mich wirklich so festgefahren an dem, wie es damals war mit dem ersten Hund. Und das kann man nicht machen. Man kann nicht zwei Hunde vergleichen. Ne? Das funktioniert nicht. Und ich habe irgendwie zu viel gegoogelt und zu viel gelesen und das vielleicht zu ernst genommen. Ihr wisst ja, dass Bruno eher ein sehr aktiver, aufgeschlossener, entdeckungslustiger Hund ist, der für jeden Spaß zu haben ist. Und das war als Welpe schon so. Der war nicht kaputt zu kriegen, wollte immer mit, wollte wenig schlafen, kannte Ruhepausen gar nicht und ist dann irgendwann so total erschöpft in sich zusammengekracht. Da das so war und ich so verunsichert war, wie viel mache ich denn jetzt mit dem kleinen Knirps, bin ich irgendwann auf diese Formel reingefallen, ne, die ja besagt, dass ein Welpe pro Lebensmonat nur so 5 Minuten am Stück spazieren gehen soll. Das heißt, als Bruno 3 Monate alt war, hätte ich nur 15 Minuten mit ihm am Stück spazieren gehen können. Weil immer gewarnt wird, dass man sonst mit gesundheitlichen Konsequenzen rechnen kann, was so Gelenke angeht oder das Wachstum. Daran habe ich mich natürlich nicht komplett gehalten, aber mich gerade am Anfang ziemlich dran orientiert. Also ich bin dann halt eine halbe Stunde mit ihm gelaufen, ne? Anstatt dieser angegebenen 15 Minuten. Und ich glaube mittlerweile, dass ihm das vielleicht einfach nicht gereicht hat. Und was mich viel mehr beeinflusst hat oder wo ich dachte, wie geht denn das? Das war diese Angabe, dass ein Hund 22 Stunden am Tag schlafen bzw. dösen soll. Und wir waren davon so weit mit Bruno entfernt, das könnt ihr euch nicht vorstellen, dass ich wirklich dachte, wir machen noch irgendwas ganz grundlegend falsch. Und das hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass ich mich in Brunos Welpenzeit sicherer gefühlt habe, sondern immer verunsicherter. Mache ich jetzt eigentlich zu wenig und er ist deswegen so aufgeputscht? Oder ist es schon zu viel und er ist deswegen so aufgeputscht? Deswegen hört am Ende auf euer Bauchgefühl. Ne? Ich glaube, ich hätte mit Bruno, weiß ich nicht, ja, habe ich zu viel gemacht oder zu wenig? Ich weiß es bis heute nicht. Naja, im Nachhinein würde ich sagen, du hast zu wenig gemacht. Aber ich weiß, als Bruno so klein war, habe ich schon wirklich viel mit ihm gemacht. Nicht nur dieses Spazierengehen, sondern ihn auch zwischendrin beschäftigt. Naja, wie ist es mittlerweile mit Brunos Aufgeregtheit? Ach du Scheiße, ich zeige ihn euch gleich mal. Er ist saudreckig. Ich habe gerade vergessen, dass hier seine Badestelle ist und er da im Moment nicht reingehen soll. Oh ne! Was wollte ich jetzt sagen? Na klar, hier, wie es jetzt mit Brunos Aufgeregtheit ist. Er ist immer noch ein super hibbeliger, aufdringlicher und reizempfänglicher Hund. Aber er kann dafür auch super gut entspannen zu Hause, schläft gerne und kann Streicheleinheiten genießen. Kommst du mal weiter, Mäuschen? Und lässt sich das Leben manchmal sehr gut gehen. Nein, er war gerade hier bei uns im Bach und das ist so schön dreckig. Ach, Bruno. Na, so einen Spaß darfst du immer machen. Und dieses Wälzen ist auch neu. Jetzt geht's weiter, oder was? Nochmal wälzen? Nee? Na dann, komm. Los, weiter geht's. Also, falls euch euer Welpe auch manchmal in den Wahnsinn treibt, mit seiner Aufgeregtheit bleibt er am Ball. Versucht das nicht zu putschen. Und es wird sich schon irgendwann ergeben und ihr werdet euch zusammenfinden. Denn mittlerweile finde ich Brunos Aktivitätslevel schon ganz cool. Also mit dem kann man echt Pferde stehlen. Und das macht schon echt manchmal richtig Spaß, weil er einfach so eine mega Lebensfreude hat. Das merkt man ihm echt an. Das würde ich also anders machen. Ich würde mich nicht mehr so unter Stress setzen, nur weil irgendwas anscheinend am Anfang nicht so gut funktioniert. Dann kam die Frage, woher eigentlich Klausi ist. Und warum wir uns bei Bruno für einen Labrador entschieden haben. Also warum gerade diese Rasse? Klausi ist aus dem Tierschutz. Stimmt's, kleine Maus? Klausi! Du, ja, der hat heute wirklich keine Lust.
Aber nicht aus dem Ausland, sondern hier aus dem deutschen Tierschutz. Und mit so einem Tierschutzhund haben wir wirklich nur tolle Erfahrungen gemacht. Außer, dass man manchmal nicht so genau weiß, ob bestimmte Verhaltensweisen oder Eigenschaften durch sein Vorleben sind. Oder ob er auch so gewesen wäre, wenn er schon als Welpe bei uns eingezogen wäre. Das ist zum Beispiel, dass Klausi Frauen gegenüber viel aufgeschlossener ist. Und er es überhaupt nicht mag, wenn oben irgendwas wackelt. Das findet er richtig gruselig. Und bevor wir uns für Labrador Bruno aus einer Zucht entschieden haben, waren wir in Cottbus und in der Umgebung und auch in Quedlinburg und so im Tierheim und haben geschaut, ob es dort einen passenden Hund für uns gibt. Also das ist für uns persönlich immer die erste Anlaufstelle. Da sind wir leider nicht richtig fündig geworden. Das hat zum einen den Grund, dass wir uns vor allen Dingen Hunde verguckt haben, die schon sehr alt waren. Also jenseits der 12. Und ihr wisst ja, dass wir durch den Tod unseres Labradors Jimmy da immer noch ein bisschen angeschlagen waren und ich mir das einfach nicht vorstellen konnte, jetzt nochmal irgendwie so einen Verlust innerhalb der nächsten Zeit bewusst in Kauf zu nehmen. Aber gucken kann man auf jeden Fall mal und vielleicht ist ja ein passendes Familienmitglied dabei. Und ich hatte euch in den letzten Monaten ja schon ganz oft von dem sozialen Engagement von Purina berichtet und die setzen sich zum Beispiel auch für Tieradoption ein. Dafür fördern sie die Tieradoptionsplattform Vameets, auf der Tierheime ihre Hunde einstellen können und dadurch eine hohe Reichweite haben. Und ihr könnt natürlich Tiere in eurer Umgebung ganz einfach finden. Bei Vameets findet ihr aktuell 2283 Hunde und Katzen, die ein neues Zuhause suchen. Ihr könnt euch so einfach mal umschauen oder durch die verschiedenen Filter ein passendes Tier finden. Falls es euch wichtig sein sollte, könnt ihr Rasse, Alter und Geschlecht angeben und ihr könnt euch durch eine Umkreissuche nur Tiere in eurer Nähe anzeigen lassen. Vergesst nicht, eure E-Mail-Adresse anzugeben, um euch benachrichtigen zu lassen, falls ein passendes Tier zu eurer Suche neu eingestellt wird. Wir haben das übrigens auch gemacht. Alle passenden Tiere zu eurer Suche werden euch dann angezeigt und der 7-jährige Rüde Muckel wartet zum Beispiel in Berlin auf ein neues Zuhause. Schaut auch selbst mal rein, wenn ihr ein neues Familienmitglied sucht. Und speichert euch die Plattform auf jeden Fall ab, falls ihr vielleicht nicht aktuell einen Hund sucht, aber vielleicht irgendwann in Zukunft da doch mal schauen möchtet. Ansonsten nochmal ein großes Dankeschön an Purina, dass sie auch über den Napf hinaus denken und sich eben auch in anderen Bereichen engagieren. Und warum ich mich für einen Labrador entschieden habe, beim ersten, also Jimmy, natürlich aufgrund der Vorurteile. Also familienfreundlich, die sind leicht zu erziehen, weil sie ja auch so auf Futter abgehen, sind sehr sozial. Und Labradore sind wirklich hübsche Tiere, muss man sagen. Naja, und da ich so happy mit meinem Jimmy war und als es dann im Tierheim nicht geklappt hat, war für mich eigentlich klar, Labrador, wir gucken mal. Gut, das hat ja super geklappt, ne? Denn Bruno ist ja so das komplette Gegenteil vom Jimmy. Aber ich glaube, Bruno ist viel repräsentativer für so einen richtigen Labi. Er ist immer ein bisschen verrückt, aber mit super viel Lebensfreude. Die nervt manchmal auch total extrem. Der kennt übrigens auch überhaupt keinen Abstand und klebt immer an einem dran, ganz die Mama. Er hat super viel Energie und einen mega Arbeitswillen. Und da merkt man übrigens auch den Arbeitshund in ihm. Das heißt, er gibt, wenn der einen Dummy sucht, nicht auf. Also er sucht wirklich, bis er das gefunden hat. Fragt manchmal nach, aber ansonsten löst er ganz viele Aufgaben ganz eigenständig und selbstständig. Und da bin ich manchmal richtig stolz auf ihn. Vielleicht hättet ihr ja Lust auf so ein realistisches Rasseporträt. Labrador Retriever fernab von diesem, boah, der ist so familienfreundlich, weil das kann man im Endeffekt über jede Hunderasse sagen. Und ich finde gerade so ein aufgeregter Labi, der keinen Abstand kennt und irgendwie immer an einem dran klebt, ist das jetzt mit Kleinkindern, glaube ich, auch nicht so einfach. Also wenn wir mal so weit sein sollten, müssen wir, glaube ich, nochmal eine gute Erziehungsschippe obendrauf legen. Klar sind die nicht böswillig, aber wenn so ein großer Labi da an so einem Kind rumschubst, dann fällt das, glaube ich, schon gerne mal hin, ne? Das zum einen und ein Labrador ist und bleibt nun mal ein Arbeitshund. Und ob ein Arbeitshund so als der Anfängerhund geeignet ist, ist ja auch nochmal so eine Frage. Könnt ihr mich ja mal wissen lassen, ob ihr darauf Lust hättet oder was ihr davon haltet, ne? Zu diesem kann man eine bestimmte Rasse familientauglich nennen oder ist der Labrador im Speziellen so ein besonders geeigneter Familienhund? Also wenn ihr einen habt, klar, freundlich und so, aber naja, die haben auch schon sehr interessante Seiten, ne? Klausi, kannst du? Nächste Frage. Hast du ein paar Tipps für das Zusammenleben mit Hund und Katze? Also wie man den Tieren das beibringt, sich nicht gegenseitig zu zerkratzen und aufzufressen? Was meinst du wahrscheinlich? Und sich vielleicht auch einfach mal zu akzeptieren, hm? Da muss ich sagen, jein. Also bei uns ist ja ein spezieller Fall. Ich musste gerade mal gucken, was der Bruno da hinten macht. Unsere Katze ist uns ja zugelaufen. Ne? Letztes Jahr zu Weihnachten.
saß die auf einmal bei uns auf der Terrasse und hat im Hundebett geschlafen. Und da die Hunde bei uns ja immer oft im Garten sind, sind wir uns sicher, dass die drei, also Bruno, Klaus und unsere Katze Ludmilla, sich schon vorher kannten, also bevor wir die Katze überhaupt gesehen haben. Ludmilla hat sich ja uns ausgesucht und hat super viel geklärt. Also wir haben es nie so richtig mitbekommen, aber die Hunde waren bei ihr schon immer sehr respektvoll. Am Anfang haben wir aber eingegriffen, vor allen Dingen, wenn es zu stürmisch wurde oder die Hunde angefangen haben, sie zu jagen. Da kam manchmal ein Wasserspritzer oder einfach nur eine Ermahnung hat schon manchmal gereicht, weil es manchmal schon echt heftig war. Und die ersten 3 Monate, das war einfach super turbulent. Also immer wenn sie da war, war Gewusel, Aufregung. Und dann dachte ich, ja gut, das wird sich so einkriegen. Nach 2 Monaten habe ich das total bereut, dass wir die Katze bei uns gefüttert haben. Aber irgendwann hat sich das einfach beruhigt und es wurde ganz normal, dass Ludmilla da ist. Und die kommt ja jetzt mittlerweile sogar auf Spaziergänge mit und wackelt da einfach zwischen den Hunden hin und her. Es ist alles super geschillt und die kann sogar jetzt hier einfach von da hinten kommen und zu uns stoßen. Und die Hunde würden nichts machen. Die würden sich einfach nur freuen, dass Ludmilla jetzt da ist. Stimmt's, Klausi? Du bist ein richtiger Ludmilla-Freund. Deswegen habe ich diesbezüglich wirklich nicht so richtig Tipps, außer dass man am Anfang natürlich schon immer gucken sollte, ne? Dass der Katze nichts passiert und auch dem Hund nichts passiert. Ne? Katzen, die können schon ordentlich austeilen. Aber wenn du dir eine Katze zu deinen Hunden geholt hast, dann kannst du echt super gerne mal deine Erfahrungen unten reinschreiben. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Weil wie ihr das gemacht habt oder ob das einfach ist, wenn die Katze noch ein Kitten ist. Ich hätte es mich, glaube ich, nicht getraut, eine erwachsene Katze einfach so auf unseren Hof zu setzen mit unseren beiden Rumpeln. Aber ansonsten sind wir super, super happy mit unserer Ludmilla. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie glücklich die uns macht. Die ist ein richtiger Goldschatz, total verschmust. Die schläft sogar mittlerweile bei den Hunden. Ach, es ist total süß und ist natürlich super Gesprächsthema, wenn man hier mit 2 Hunden und einer Katze spazieren geht. Wird man auf jeden Fall oft angesprochen und das macht wirklich richtig, richtig Spaß. Die nächste Frage ist, was für Nachteile es gibt, wenn man 2 große Hunde hat, beziehungsweise was man beachten sollte, bevor man sich einen 2. dazu holt. Und ob ich nicht einfach mal berichten kann, wie das so ist mit mehreren Hunden, ob das cool ist, was da so nervt, kann ich gerne machen. Also ich muss sagen, ich kann es mir überhaupt nicht mehr vorstellen, nur noch mit einem Hund zusammenzuleben. Und kann es mir zum Beispiel für Bruno auch nicht vorstellen, dass wir keinen 2. Hund im Haushalt haben. Ich habe ja damals mit Jimmy alleine gelebt und dann kam Daniel mit Klaus dazu. Und ich weiß noch, dass ich das ganz schlimm am Anfang fand. So 2 große Hunde in der Wohnung. Das war so viel dreckiger, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war immer irgendjemand im Weg. Also ich musste mich daran wirklich erstmal gewöhnen. Aber als es soweit war, war das für mich wirklich ganz, ganz toll. Auch für die Hunde ist das super schön, auch wenn die natürlich nicht den ganzen Tag miteinander interagieren. Und Bruno und Klausi, die spielen auch super, super wenig. Also das kann man an der Hand in einer Woche abzählen. Ist es doch so, dass die viel aufeinander gucken, ne? Und zusammen schlafen und auch einfach, glaube ich, glücklicher sind, einfach nur, dass jemand anderes da ist. Das sind so ganz kleine Sachen. Manchmal gehe ich mit Bruno alleine spazieren, da ist er wirklich ein anderer Hund. Er verhält sich anders, er ist vorsichtiger, er ist nicht so glücklich, finde ich, nicht so ausgelassen unterwegs. Ich glaube, Klausi gibt ihm sehr, sehr viel Sicherheit in bestimmten Sachen. Bei Klausi ist es zum Beispiel so, dass er sehr aufgeregt und unsicher ist, wenn andere Hunde kommen oder Menschen. Und das kennt Bruno ja gar nicht, ne? Da ist er ja sehr tiefenentspannt. Und da guckt sich Klausi auf jeden Fall auch was an und das geht dann viel einfacher. Also die schauen sich schon viel voneinander ab. Gute Sachen zum einen, aber natürlich auch super viel Mist, ne? Klaus ist zum Beispiel so ein Zaunbeller. Der rennt da vor und kläfft gerne, wenn da irgendjemand vorbeirennt. Bruno hat sich jetzt mittlerweile abgeguckt, da mit hin zu rennen. Der steht da zum Glück nur und guckt und bellt in den seltensten Fällen mit. Aber ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Da wollen wir auf jeden Fall demnächst mal dran arbeiten. Weil, ey, 2 Hunde, die da vorne bellen, will ich jetzt auch nicht haben. Das ist schon ein bisschen nervig. Deswegen bin ich schon ganz froh, dass unser Tor da so ein bisschen um die Ecke liegt, dass die nicht jeden Menschen oder jeden Hund mitbekommen oder jeden Traktor, der da vorbeifährt. Also ja, nicht nur die guten, sondern die schlechten Dinge gucken sie sich auch voneinander ab. Da muss man ein bisschen drauf achten. Gerade wenn man einen Hund hat, der sehr viele Probleme hat, würde ich die erst lösen, bevor man sich einen 2. Hund dazu holt, weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass er sich den gleichen Murks abguckt. Und dann hast du zum Beispiel 2 Leinpöbler oder 2 Zaunkläffer oder. Was sollte man sonst bedenken, bevor man sich einen 2. Hund holt? Natürlich erstmal das Thema Geld. Also das genug da ist, um das Futter zu kaufen, Zubehör zu kaufen. Denkt an den Tierarzt und Versicherungen und so und Steuern.
Gerade der Tierarzt ist ja manchmal nicht ohne, dass ihr wisst, dass wenn was sein sollte, dass ihr da genug beiseite gelegt habt oder im Zweifel eine Versicherung habt. Dann unterschätzt das Thema Zeit nicht. Klar sagen viele jetzt, ob man mit einem oder mit zwei Hunden Gassi geht, ist ja egal. Mag sein, aber gerade am Anfang werdet ihr für den zweiten Hund sehr viel extra Zeit brauchen und für den ersten auch, damit er nicht zu kurz kommt. Den Hunden tut es einfach gut, auch mal Zeit alleine zu haben und das nicht immer mit dem anderen Hund teilen zu müssen. Gerade Bruno ist ja einer, der immer sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und Klausi kommt da manchmal zu kurz. Da müssen wir schon gucken, dass der auch Zeit alleine bekommt, weil Bruno sich dann einfach nicht zurücknehmen kann. Klar, wenn ihr einen entspannten Hund habt, der, wenn ihr mit eurem Welpen irgendwas übt, daneben liegt und einfach abwartet, dann könnt ihr den natürlich auch mitnehmen. Aber also bei uns wäre das nicht gegangen. Denkt zum Beispiel auch, gerade wenn ihr zwei große Hunde haben möchtet, daran, dass euer Kofferraum groß genug ist. Wir haben unser Auto ja genau so gekauft, dass zwei große Hunde hinten reinpassen. Das ist nämlich nicht so einfach, kann ich euch sagen, sowas zu finden. Vielleicht kann auch einer auf die Rückbank, dann könnt ihr aber nicht in Urlaub fahren. Bedenkt das also. Ist nämlich nicht so unerheblich. Und natürlich, dass viele Sachen, wenn ihr irgendwo hin möchtet, schwieriger werden. In einem Restaurant hatten wir schon ganz oft, dass zwei Hunde nicht erlaubt sind. Nee, das ist uns zu viel. Einer wäre okay, zwei gehen nicht. Standen wir wirklich schon oft vor offenen Türen, die für uns aber verschlossen blieben. Und Urlaub buchen wird schwieriger. Ein Hund auch meistens unkompliziert. Zwei Hunde, zwei große Hunde, schwierig. Nein, bis 25 cm Rückenhöhe hätten wir das machen können, aber zwei große Hunde, das geht nicht. Also macht euch gefasst, dass das alles viel komplizierter werden kann. Generell ist Platz, und ich rede natürlich immer von zwei großen Hunden, weil ich nur mal zwei große Hunde habe, immer ein Problem. Die liegen oder stehen wirklich sehr oft im Weg rum. Dann denkt daran, wie findet ihr das, dass zwei Hundebetten bei euch im Wohnzimmer stehen? Gerade bei großen Hunden kann das wirklich extrem viel Platz wegnehmen. Oder auch in der, im Schlafzimmer stehen. Ne? Kann schon nicht so schön sein. Aber ansonsten finde ich es wirklich sehr, sehr schön mit zwei Hunden. Hat bei mir zum Beispiel auch ganz viel Druck rausgenommen mit diesem, oh, mein Hund braucht aber soziale Kontakte. Hat er, ne? Dann hat er den immer. Ist natürlich schön, wenn man andere Hunde trifft, mit denen die spielen können und Gassi gehen können. Aber es ist nicht mehr so ein Muss. Also mich hat es damals in Berlin mit Jimmy schon sehr gestresst, zu schauen, dass der genug soziale Kontakte hat. Ob das jetzt sein muss oder nicht, keine Ahnung. Aber ich fand es irgendwie wichtig für ihn und war dann irgendwann mega froh, eine gute Freundin kennengelernt zu haben mit einem Hund und mich dann mit ihr mal zu treffen. Anstatt immer irgendjemanden zu suchen, mit dem man jetzt irgendwie Gassi gehen kann. Und oft mochte ich die andere Person noch nicht mal und bin nur mit, damit Jimmy da seine Hundekontakte hat. Ja, irgendwie komisch, ne? Aber das Thema haben wir zum Glück mit einem Zweithund komplett erledigt. Oder zumindest, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber zumindest mein Gefühl, dass ich da ein schlechtes Gewissen haben könnte. Und dann noch die Frage, wie lange und wie oft wir mit unseren Hunden eigentlich spazieren gehen. Ach, jetzt kommt wieder dieser schöne Ausblick hier gleich. Da habe ich jetzt schon über einen Monat getrackt, alle Gassi-Routen, Zeiten und so. Und werde euch in einem der nächsten Videos, ich weiß noch nicht, ob das jetzt so schnell kommt, aber es ist auf jeden Fall geplant, mal eine Woche lang mitnehmen und zeige euch das mal, wie so da unsere Routinen sind. Ich muss mich mal kurz drehen. Denn ich glaube, die Frage rührt auch daher, dass ihr euch unsicher seid, oder? Ob ihr genug mit euren Hunden macht. Kann ich verstehen, hatte ich auch ganz lange. Jetzt, seitdem wir einen Garten haben und so eine schöne Umgebung und so, ja, mache ich mir dann nicht mehr so einen Druck. Ich mache so, wie ich es für richtig halte und den Hunden geht es damit gut. Die kommen auch super toll mal mit einem Ruhetag aus, beziehungsweise man merkt, dass denen das richtig gut tut. Also nur kurz raus, Pipi wieder rein. Aber wie gesagt, wie genau das bei uns aussieht, wir rennen auf jeden Fall nicht mehr kilometerweit wie früher. Das kann ich euch auf jeden Fall auch nochmal in einem extra Video berichten. Falls ihr dazu konkrete Fragen habt, könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben. Na gut. Ich denke mal, wir beenden jetzt hier unsere Runde. Ich will ja noch mal kurz nach Pilzen da drüben suchen. Ich habe jetzt wirklich gar nicht geguckt. Ich habe es ja komplett vergessen. Habe auch gar nicht so eine weite Strecke geschafft, wie ich eigentlich wollte. Interessieren euch Hundethemen überhaupt noch? Ich weiß nicht. Mir fällt es im Moment echt schwierig, weil die gedanklich gar nicht so präsent sind. Also die Hunde schon, aber so Themen drumherum irgendwie nicht. Wir machen so unsere schönen Gassi-Runden. Ne? Ich beschäftige die manchmal ein bisschen. Weiß ich nicht. Ist nicht mehr so wie früher. Obwohl es früher auch war, ich musste halt zwei Hundevideos die Woche machen. Ne? Natürlich hat man sich dann gedanklich viel mehr damit beschäftigt. Aber irgendwie finde ich es so auch schön. Vielleicht eher den Alltag zu zeigen, anstatt so ein Trickvideo. Na gut, damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Tschüssi.